Die Seifenkammer hier im Schloss Esterhaz in Eisenstadt ist zweifellos einer der bemerkenswertesten und auch originalsten Räume in diesem historischen Gemäuer. Mit dem Ende der Donaumonarchie und der Gründung des Burgenlandes als Bundesland Österreichs 1921 ändert sich auch sehr vieles für die Familie Esterhazy. 1920 stirbt völlig unerwartet Fürst Nikolaus IV. Sein Sohn, der spätere Fürst Paul V. Esterhazy, verlegt seinen Lebensmittelpunkt nach Budapest, um dort zu studieren. Das Schloss verliert seine Funktion als Heim und Wohnstätte der fürstlichen Familie, ebenso als fürstlicher Repräsentationsort in einem nun demokratischen Österreich. Letztlich wird die Seifenkammer von einem Tag auf den anderen zugesperrt, mit all ihren einzigartigen, besonderen Objekten, die sich bis zum heutigen Tage hier erhalten haben. Von der stillen Dienstbotenkammer in das Herzstück des Schlosses, dem Heidensaal, der derzeit für die kommende Konzertsaison 2021 vorbereitet wird. Seine letzte historische Sternstunde erlebte der Heidensaal im Rahmen der Heidenpflege 1909. Dann wurde es für viele Jahrzehnte still um ihn. Auch anlässlich des 200. Geburtstagsjubiläums von Josef Haydn im Jahr 1932 fanden in diesem Saal keine Konzerte statt. Der Saal erfüllte sich erst wieder mit Leben mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, zum Beispiel als die sowjetische Verwaltung hier ein Weihnachtsfest für Kinder veranstaltet hatte. In der Zwischenkriegszeit diente der Heidensaal der Familie Esterhazy auch als Aufbewahrungsort historischer Gegenstände, Möbel und Gemälde, darunter auch der berühmte römische Tisch, der leider in großen Teilen nach 1945 verloren gegangen ist. Später wurde in diesem Saal auch ein berühmter Hollywood-Film, nur wenige sind auserwählt, gedreht. Etwa an dieser Stelle saß der Hollywood-Schauspieler Dirk Bogarde an einem historischen Flügel und mimte den Komponisten und Pianisten Franz Liszt. Die Szene fand im Nebenraum, dem heutigen Oratorium, ihre Fortsetzung. Durch diese Tür traten die Schauspieler auf bei der zweiten Szene, die hier im Schloss Esterhazy gedreht worden ist. Als stille Zeugen dieses Moments der Hollywood-Filmgeschichte haben sich bis zum heutigen Tag diese beiden Möbelstücke in den Sammlungen erhalten. Sehen wir nun einen kleinen Ausschnitt aus diesem berühmten Film der Hollywood-Geschichte. Monsieur Liszt, seine Durchlaucht Fürst sein Wittgenstein wünscht Sie zu sprechen. Es wird kein Vergnügen für ihn sein, wenn ich seinen Wunsch erfülle. Begeben wir uns nun auf eine weitere Spurensuche nach Persönlichkeiten, die in den letzten Jahrzehnten hier im Schloss Esterhazy in Eisenstadt zu Gast waren. Auch Königinnen und Könige besuchten das Schloss Esterhazy. So zum Beispiel das schwedische Königspaar Silvia und Karl Gustav, die sich hier in diesem Raum in das Gästebuch des Landes Burgenland eintrugen und dann ihre Besichtigung unseres Bundeslandes fortsetzten. Im nächsten Raum, dem historischen Sitzzimmer der Fürstin, entstand eine weitere charmante Aufnahme. Mitte der 1990er Jahre war der berühmte Schauspieler und Weltbürger Peter Ustinov hier im Schloss zu Gast. Er verbrachte dabei auch einige Zeit in diesen historischen Räumlichkeiten. Auch ein Oscar-Preisträger und Golden Globe Award-Gewinner fand seinen Weg ins Schloss Esterhazy in Eisenstadt. Der Schauspieler Richard Dreyfuss, der in den Steven Spielberg-Verfilmungen Der Weiße Hai und Unheimliche Begegnung der dritten Art Berühmtheit erlangte, erwies sich gerade in diesen Räumlichkeiten als sehr interessierter und aufmerksamer Gast und Zuhörer.